Jetzt habe ich noch mehr fürs Nerdherz. Hallo, liebe Bücherwürmer! Heute möchte ich euch in einem neuen Video meine liebsten Lyx-Romane vorstellen. Das Video haben sich einige von euch gewünscht, also komme ich dem mal nach. Ich packe euch alle Bücher wie immer auch unten in die Infobox, wenn ihr direkt shoppen gehen wollt. Das ist alles in einem Circle-Link. Damit könnt ihr mich unterstützen und mir etwas Gutes tun und ihr zahlt keinen Cent mehr. Für einige von euch, die jetzt noch ein Fragezeichen über den Kopf haben, Lyx, was ist das überhaupt? Lyx ist ein Verlag, der zu Bastei Lübbe gehört. Ich persönlich würde sagen, dass Lyx vor allem durch die Bücher von Mona Kasten sehr bekannt wurde. Lyx ist für mich auch so ein Verlag, der sich Dinge traut und das erste Mal etwas Neues macht. Und man sieht, dass andere Verlage auf dem Zug aufspringen. Lyx ist eine Erfolgsgeschichte für Romance-Titel. Ich meine, Lyx hat das Genre New Adult erstmal so richtig groß in Deutschland rausgebracht. Und jetzt sieht man diese Romane überall. Ich musste zugeben, dass ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch war. Aber ich bin in ein Buch nach dem anderen eingetaucht und jetzt bin ich ein Lyx-Suchti, wie er im Buche steht. Die Lyx-Romane sind für mich immer sehr leidenschaftlich und voller Liebe. Man merkt bei den Büchern einfach immer, wie wahnsinnig viel Liebe drin steckt. Und das Schöne daran ist, es ist nicht einfach nur flache Romance. Oft hat es noch irgendwelche wichtigen Themen, die darin behandelt werden. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch jetzt mal in keiner bestimmten Reihenfolge meine liebsten Romane aus dem Lyx Verlag. Wir starten mit einem Buch von Laura Kneidl, nämlich Someone Else. Das ist der zweite Band nach Someone New. Er steht hinter mir im Regal. Aber ihr müsst den ersten Band vorher nicht gelesen haben. In dem Band geht es um Cassie und Ori, die ein großes Hobby gemeinsam teilen, nämlich die Fantasy-Literatur und Cosplay. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Band so aufgesogen habe. Ich fand es so unfassbar cool, dass es endlich mal in einem Roman um Cosplay ging. Cassie ist eher so die Außenseiterin, zieht sich zurück und ist relativ introvertiert, während Ori halt Football spielt und eigentlich nicht so gerne möchte, dass seine Freunde so viel von seinem Nerd-Charakter mitkriegen. Und das führt natürlich zu einigen Problemen. Ja, und darüber hinaus ist auch noch das große Problem, dass die zwei zwar befreundet sind, aber es immer wieder zwischen ihnen knistert. Also eine wirklich schöne, nerdige Romance-Geschichte auch. Also dieses Buch trieft nur so vor Witcher-Anspielungen beispielsweise. Und deswegen hat sich das sofort in mein Herz geschlichen. Weiter geht es mit Truly von Ava Reed. Das Buch spielt in Seattle und es handelt von Andy, die mit nichts in diese Stadt kommt und studieren möchte. Sie möchte sich mit ihrer besten Freundin nämlich später mal ein Business aufbauen. Aber dazu muss sie halt erst dieses Studium machen. Und naja, es ist halt sehr problematisch, wenn du echt gar kein Geld und keine Bleibe und nichts hast. Ich fand es halt total toll, wie dieses Thema Studenten Armut in dem Buch gezeigt wurde. Aber natürlich geht es auch hier um die Liebe. Andy trifft nämlich auf den geheimnisvollen Cooper und man merkt, irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwas ist da, was so eine Blockade auslöst. Und was das ist, das müsst ihr natürlich selber nachlesen. Was ich persönlich halt interessant fand, Andy hat eine Art von Zwangsstörung und das wird auch thematisiert. Aber das war irgendwie so ein richtiges Feel-Good-Buch. Auch wenn es um so viele Problematiken ging, hatte ich das Gefühl, in diesem Buch ist man einfach irgendwie zu Hause. Und in diesem Buch gibt es sehr viele Brooklyn Nine-Nine-Anspielungen, was ich auch super cool fand. Vor allem aber Andys beste Freundin ist einfach der Mega-Knaller. Und das war so ein Charakter, mit dem konnte ich mich sofort identifizieren. Dann habe ich für euch noch von Kim Nina Ocker Everything I Didn't Say. Mein Herz, Leute. Carter ist der Star einer Fernsehshow und Jamie, die macht ein Praktikum bei dieser Sendung. Sie ist Dramaturgieassistentin und Carter hat sich dazu verpflichtet, mit seinem Job niemanden am Set zu daten. Aber natürlich knistert es zwischen den beiden. Was auch sonst bei einem Romance-Titel? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Buch beschreiben soll. Es ist, als würdest du dich in ein Auto setzen und irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Also wie gesagt, mir fehlen total die Worte. Dieses Buch hat einen sehr krassen Twist, mit dem ich so auf diese Art und Weise nicht gerechnet habe am Anfang. Und das hat mir echt den Atem geraubt. Und es spielt auch auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Und da will ich euch jetzt schon gar nicht so viel drüber sagen, weil ich finde, es könnte so ein spoilerig werden. Lest es, wenn ihr interessiert daran seid, wie es im Film- und Fernsehbusiness abgeht. Deswegen hatte ich auch sehr viel Spaß mit dem Titel, weil ich früher auch ein bisschen Film und Fernsehen gemacht habe und da einige Dinge wiedererkennen konnte. Aber wie gesagt, was das Besondere an diesem Roman ist, ist dieser krasse Plot-Twist. Und der reißt einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Wenn du halt so denkst, das ist ein schöner, netter Roman für zwischendurch und dann zack,
wirst du vom gelben Schulbus überrollt wie in Mean Girls. Jetzt habe ich noch mehr fürs Nerdherz mit Feeling Close to You von Bianca Josivoni. Tegan ist Streamerin. Sie sitzt also zu Hause in ihrem Setup und spielt Videospiele und die Leute schauen ihr online zu. Und damit versucht sie, sich das Geld fürs College zu finanzieren. Dann gibt es da noch Parker. Der macht das schon hauptberuflich und ist relativ berühmt. Und die beiden stoßen online aufeinander und Parker will unbedingt wissen, wer diese Tegan ist, die ihn besiegt hat. Und so kommen die beiden aneinander und obwohl sie sich gar nicht kennen, wachsen sie so richtig zusammen, schreiben miteinander und sie haben sich halt noch nie gesehen, aber es knistert halt schon irgendwie zwischen den beiden. Und das fand ich so schön, weil es eine Art Fernbeziehung beschreibt. Und vor allem eine Internetliebe. Und das ist in Zeiten wie heute, glaube ich, auch total wichtig, dass sowas auch mal thematisiert wird. Natürlich habe ich mich auch einfach über diese ganzen Anspielungen und Referenzen wieder sehr gefreut. Und man fühlt sich halt selbst auch so gut verstanden. Ich meine, ich verdiene auch mein Geld mit YouTube. So konnte ich Parker total gut verstehen. Und vor allem auch die Vorurteile, die halt manchmal dadurch auf einen lasten. Ich glaube, das ist auch tatsächlich mein allerliebster Lieblingstitel von Bianca Josivoni, weil das war so, ich war nach 2 Seiten schon so verliebt in die Charaktere, das glaubt ihr gar nicht. Und das ist nicht nur was für Leute, die Gaming mögen. Und natürlich zuletzt muss unbedingt noch When We Dream von Anne Petzold erwähnt werden. Oh mein Gott. Mein absoluter Lieblings-Lux-Titel aller Zeiten. Und mein absolutes OTP, Ella und Jaehyung. Ella ist 19 Jahre alt und sie lebt mit ihren Schwestern in Chicago. Ihre Eltern sind verstorben und das macht das Leben für sie alle so ein bisschen schwierig. Ich meine, die Älteste ist nur am Ackern, Ella ist selber am Arbeiten und sie versuchen sich so irgendwie durchzuschlagen. Und dann eines Tages stolpert Ella in eine Umkleidekabine und lernt einen sehr bekannten Musiker kennen. Und das ist Jaehyung, der ausgerechnet Star einer K-Pop-Band ist. Sie hat keine Ahnung, wer er ist, aber die beiden kommen sich irgendwie näher. Er genießt das, dass er mal nicht von jemandem nur als Popstar gesehen wird, sondern als wahrer Mensch. Und sie verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Und es beginnt eine wilde Romanze, Leute. Es ist schon irgendwie sehr dramatisch und der erste Band hat einen wirklich fiesen Cliffhanger. Also seid darauf gefasst. Aber es ist so wunderschön und ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr hungrig seid, weil dieses Buch hat so gute Essensbeschreibungen. Man will einfach die ganze Zeit selber das Essen, was da beschrieben wird. Das macht einen leicht wahnsinnig hungrig. Es ist halt so schön geschrieben. Es ist wirklich wie so ein Frühlingswind fühlt sich dieses Buch an und es hat mich so sehr mitgenommen. Das war es auch von meinen Lux Lieblingsbüchern heute. Wenn ihr mehr Buchtipps von mir wollt, dann folgt mir unbedingt auf Instagram. Da stelle ich euch eigentlich fast täglich neue Lesetipps vor. Und wenn ihr mehr hinter die Kulisse bei mir blicken wollt, dann werdet doch Teil meines Patreon Squads. Ich freue mich auf euch. Das war's von mir. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium oder ihr besucht mich immer am Etsy auf meinem Blog, auf meiner Patreon-Seite. Von mir gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buriges Video oder ihr schaut montags in meinen Weekly-Vlog. Bis dann, ciao! Und das Schöne, es ist meistens ist ein Buch, bei dem man merkt bei den Büchern einfach immer, wie viel Farben Lux, das Genre New Adult. Und jetzt...